Der aus Italien stammende Künstler Giuseppe Pinone lebt und arbeitet derzeit in Turin, Italien. Er wurde am 3. April 1947 in Jaresio geboren. Im Mai 2010 begannen die Vorbereitungsarbeiten für den Bronzebaum. Bis dahin war die Documenta noch weit weg, also fiel die Überraschung für die heimischen Zuschauer aus Kassel ins Wasser. Dafür war dann die Vorfreude auf die anderen Documenta-Kunstwerke umso größer, wobei man trotzdem das Kunstwerk von Giuseppe Pinone, der Bronzebaum, nicht verachten sollte. Der Baum, der sich 9 Meter in die Höhe streckt und einen 3 Tonnen schweren Granitfindling in der Baumkrone trägt, war das erste Kunstwerk der Documenta 13 von vielen. Der Bronzebaum Giuseppe Pinones ist wie eine Erinnerung an den damaligen Künstler Joseph Beuys, der 1982 mit seinem Kunstwerk Die 7000 Eichen alle Touristen und Zuschauer ins Staunen versetzte. Joseph Beuys setzte neben jedem der 7000 Eichen einen Granitstein. Bei Giuseppe Pinone ist das Prinzip genau verkehrt herum. Nicht der lebendige Baum dominiert den Stein bis zu seinen Wurzeln, sondern der wuchtige Granit beherrscht rein optisch gesehen das Objekt. Das Kunstwerk gefällt mir sehr. Als ich das erste Mal eine Fahrradtour durch die Documenta gemacht habe, ist mir der Baum gleich aufgefallen. Dann bin ich zu ihm hingegangen und meine Mutter hat gesagt, ich soll ihn einfach mal anfassen und gucken, ob der echt ist oder nicht. Dann habe ich meine Hand draufgelegt und dann hat man schon gespürt, dass das kein echter Baum war. Und habe ich auch dran geklopft und dann hat man gemerkt, dass der praktisch aus Metall ist, Bronze, und das habe ich dann halt im Nachhinein erfahren. Song Dong. Song Dong ist 1966 in Peking, der Hauptstadt von China, geboren. Ihm liegt sehr viel an seiner Heimatstadt. Er liegt mit seiner Partnerin, der Künstlerin Ying Zixuing, und seiner Familie in Peking. Sie leben immer noch in einem der wenigen Hofhäuser, nicht in einem Hochhaus, und wollen es auch nicht verlassen. Mit seiner Kunst ist Song Dong fast in der ganzen Welt bekannt. Auch in Berlin ist er schon öfter gewesen und hat seine Kunstwerke ausgestellt. In seinen Kunstwerken geht es um künstlerische Ästhetik, Philosophie, Gesellschaft und Familie. Song Dongs Mutter sammelte schon immer Alltagsgegenstände, um die Erinnerung an die alte Zeit zu erhalten. Als sie starb, machte er aus diesen Gegenständen eine Ausstellung. Sie hieß Reimagining Asia. Seit 1995 schreibt Song Dong mit Wasser in sein Tagebuch. Das Tagebuch ist ein Stein. Auch in der Documenta 13 ist Song Dong mit einem Kunstwerk vertreten, das erst entstehen und wachsen und später verwelken und vergehen wird. Die Pflanzen auf dem Hügel zeigen uns, dass die Natur unsere Fehler heilen und unseren Müll beseitigen kann, gerade dann, wenn wir nichts tun. Aber wenn wir die Natur zerstören, kann sie uns auch nicht mehr weiterhelfen. Apichat Pong Virasatakul möchte an die politischen Gewalt in Thailand aufmerksam machen. Durch den weißen Umhang wirkt die Skulptur wie eine Madonna-Darstellung. Sieht man ihm ins Gesicht, sieht man eine Fratze. Apichat Pong Virasatakul ist geboren 1970 in Bangkok, wuchs in Krung Kaen im Nordosten Thailands auf. Dort studierte er Architektur. Später konstruierte er diese Geistskulptur namens The Importance of Telepathy, die Bedeutung der Gedankenübertragung. Ich finde, der Geist sieht von Weitem aus wie eine Puppe mit weißem Gewand. Von nahem sieht er aus wie ein Geist. Ich finde, dass der Geist jetzt nicht unbedingt schön aussieht, aber er steht ja auch für schreckliche Dinge wie Gewalt, Ungerechtigkeit und Folter. Und deshalb passt es auch so, wie es aussieht. Um den Geist zu verstehen, muss ich erstmal herausfinden, welche Geschichte dahinter steht. Oh.
Sam Durant wurde 1961 in Seattle geboren und lebt zurzeit in Los Angeles. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht Amerika mit seiner Geschichte, Nationalhymnen, Abgründe, Proteste, Denkmäler und Gegenkulturen. Dies interessierte ihn seit Mitte der 90er Jahre. Er setzt seine Gedanken in Zeichnungen, Plastiken und Klanginstallationen um. Der Galgen Scaffold. Scaffold sind verschiedene Galgen, die bei historisch bedeutenden Hinrichtungen in der USA benutzt wurden. Die Galgen wurden übereinander gestapelt und ähneln einem Klettergerüst für Kinder. Die Galgen sind so genau wie möglich nachgebaut, bis auf ein paar Änderungen, um den heutigen Sicherheitsmaßnahmen zu entsprechen. Zu den Installationen gehört eine Auflistung der Galgen und ihren Einsätzen. John Brown verurteilt wegen Verrats, Mordes und Anzettelung zum Aufstand gegen die Sklaverei, 1859. Mankato Gallows, 38 Dakota-Indianer, wurden in der größten Massenhinrichtung der USA gehängt, 1863. Lincoln-Verschwörer, unter den vier Verschwörern, die wegen Attentats verurteilt wurden, war auch die erste verurteilte Frau der USA, 1855. Highmarket Matera, vier Anarchisten, die während der Demonstration für den 8-Stunden-Tag einen Bombenanschlag am Maifeiertag machten, 1826. Rainey Bethia, die letzte durchgeführte Hinrichtung, durch Erhängen in der USA. Bethia war ein schwarzer Amerikaner, der wegen Vergewaltigung einer weißen Frau verurteilt wurde, 1936. Billy Bailey, der letzte Gefangene der USA, der zum Tod durch Erhängen verurteilt wurde, 1996. Saddam Hussein wurde wegen Völkermord im Irak von der USA zum Galgen verurteilt, 2006. Ich finde, dass der Galgen von weitem aussieht wie ein großes Klettergerüst. Auch von nahem kann man ihn mit einem Klettergerüst verwechseln. Doch wenn man weiß, dass es ein Galgen ist, kann man ihn sehr gut erkennen. Ich finde es grausam, wie viele Leute an den Galgen umgebracht wurden. Manchmal auch wegen Sachen, wo man heute nur noch eine kleine Geldstrafe zahlen muss. Auf dem Galgen hat man eine schöne Aussicht auf den Schwansee und auf die Orangerie mit dem Doing Nothing Garden. Ich finde es sehr merkwürdig, wenn man sieht, wie Mütter mit ihren Kindern darauf spielen und in der USA wurden Menschen darauf umgebracht und viele das nicht einmal wissen.